Ja, Training ist zu Ende. Jetzt 2 Stunden richtig Gas gegeben. Was er gestern nicht so viel gemacht hat, hat er heute ein bisschen mehr gemacht. Die schleichen langsam vom Platz. Und jetzt guckt euch diese Messen, die Messen an hier. Die haben wieder Ferien, die Kinder. Da werden das wieder sehr viele wieder Lust haben, drauf jetzt Autogramme zu geben. Aber das sind ja alles ohne Spieler, alles ohne Fußballprofis. Das gehört auch mit zu. Nichts anderes. Ich freue mich immer ein bisschen. Unsere Nationalspieler sind ja noch nicht da. Die haben gestern Abend noch gespielt, teilweise. Und sonst ist alles wieder hier am Ball. Unser Meffert, und das schreibt er gerade, unser Jonas. Ja. Die Jungs kommen hier wieder durch den Zaun bisher, aber lässt sich auch nicht ändern, Jungs. So, mal sehen, was los ist hier. Dennis auch. Dennis ist sad. Oh, unser neuer Torwart. Oh, schnell, ja, oder Lüge. Alles gut bei dir? Sauber. Vom Noah Karabach, Noah, ich nehme an, dass er den Spiel ist wieder. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Ja, haben wir unseren Polen. Ja, logisch, ja, alle dabei. Aber der wird hier nicht noch lange bleiben, das glaube ich nicht. Der wird nicht ausspielen. Alles Gute, Daniel! Daniel ist für mich, der kennt ja Magdeburg auch, der kommt ja aus Magdeburg, da bin ich von gespannt. Magdeburg wird eine ganz schwere Nummer. Aber wie gesagt, jeder Gegner ist auch nicht leicht. Aber wollen wir sehen, was da Sonntag abgeht, da bin ich mal gespannt drauf. Jonas? Alles gut bei dir? Wunderbar. Bisschen windig, alles, heute. Ja, Jonas ist netter, auch ein sehr wichtiger Spieler vom HSV. Ja, unsere Schweizer Kamade hier. Ja. Moin! Auch ein freundlicher Junge, und die Schweizer sind ja alle freundlich. So ist das. Ich bin auch mal gespannt, was da Sonntag abgeht. Windig ist das hier. Hört ihr das? Ja. Miro, unser. Miro, schöne Tage gehabt. Schöne Tage gehabt. Ja, logisch. Buddy! Lügi! Alles deine Leute, Lüge ist natürlich Dumpi, ist schon sehr wichtig von Tag. Der macht Alarm vorne, weil ich sehe Magdeburg mittelfeldmäßig und nach vorne sehr gut. Hinten haben sie auch noch Schwächen, aber wie gesagt, uns fehlt ja unser Robert, das ist natürlich ärgerlich. Aber da müssen wir jetzt durch, da nützt das ganze Gerede nichts mehr. Da müssen wir durch, wie wir das kompensieren wollen, weiß ich nicht. Es wird schwierig. So, ich schwenke hier nochmal rum. Durch den Zaun allerdings, da haben wir unseren Tommy Wickel, der Tommy ist ja auch da. Ja, gut. So, ich mache jetzt langsam Schluss. Die Jungs haben gut trainiert heute, 2 Stunden.
Und die Nationalspieler kommen ja wohl morgen dazu, alle. Und der wollen wir sehen. Und der volle Kapelle und volles Programm Bonanza gegen unsere Magdeburger Freunde, gegen Tietz, mein Freund. Aber Christian wird sich wieder was einfallen lassen. Die werden auch sicher nicht so spielen wie immer. Die werden hinten schön massiert stehen und warten auf unsere Fehler. Ich hoffe nicht, dass wir so viele machen. So, das ist mein Resümee von heute. Training war gut. Alles klar, sehr windig in Hamburg, aber das kennen wir ja schon. Hau rein, ist Tango, tschüssi, alles klar, tschüss. Und die Jungs sind alle freundlich, das ist schön.